Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Hallo. Dinka. Und zwar folgendes, wir hatten jetzt glaube ich die letzten Questen mal offline gemacht. Es ist immer dasselbe mit den Questen, also es ist keine große Kunst. Einfach mal eine normale Nebenquest machen. Ja, es bedarf an nichts. So, folgendes. Was denn das? Folgendes. Es gibt diesen Bunker. Hier vorne. So, den haben wir jetzt nicht gemacht. Diese Quest. Und zwar soll da die ultimative Rüstung drin sein. So, und ihr müsst gucken, dass ihr, wenn ihr nach der Erprobung aufwacht, müsst ihr den Tempel abchecken. Wir kamen da nicht mehr rein. Da müsst ihr nach diesen Elektro... Wie hießen die noch gleich? Ich weiß nicht. So eine Art Batterien. Ja. So, danach müsst ihr gucken. Es gibt die auch ein Schöpfers Ende, gibt welche? Gibt die? Gibt es die hier? Ne, das ist. Genau, hier gab es die, genau. Banuk im Lager? Was ist denn das für Questen, ey? Was haben wir hier gemacht, Inga, eigentlich? Ich glaube, da wollten wir hin. Kann das sein? Wollten wir da wirklich hin? Um danach zu suchen? Ich weiß das ehrlich gesagt gerade nicht. Da gibt es die. Im Grabhort gibt es eine von diesen Dingern. Und. Schöpfers Ende, was denn hier ist. So, da gibt es diese... Inka, wie heißen die noch gleich? Keine Ahnung, Energieduo. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, die braucht ihr hier für den Bunker und dann kriegt ihr die ultimative Rüstung. So, und da ich das jetzt irgendwie angemarkert habe und ich weiß auch nicht mehr warum... Machen wir das doch einfach mal. Aber es ist noch nicht markiert, oder? Was? Was? Ist es schon markiert? Das ist markiert, ja. Warte mal. Die Frage ist, was sollen wir da? Was wird denn das für eine Quest sein? Ich bin total... Da war es doch eben immer... Das ist die Quest, die müssen wir machen. Genau. Auf Karte zeigen. Da müssen wir jetzt hin. Das machen wir jetzt auch. So. Jetzt müssen wir die Headsets tauschen. Wir haben ein neues Headset. Ich kann dir nicht helfen. Das Kabel ist kurz. So, Enke, hau rein. So. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Sehr dunkel, ne? Oh, dunkel. Ich dachte, das hätte ich gerade schon mal gesagt. Aber ist okay. Sie hat den besten Reizstil. Sie tötet auch die Guten. Und die Wände. Oh, ich bin immer so sarkastisch in den Spielen. Sie hat mich zwischen den Mörder und unseren Sonnenkönig geworfen. Durch den Felsen kannst du nicht reiten. Ach, da links, okay. Inka redet immer so wenig, ne? Wenn sie jetzt echt spielt und so. Sie müssen uns eigentlich mal erklären, warum sie Leute über den Haufen rennt. Denn anschließend oh sagen. Bin gespannt, was am Ende des Weges wartet, wirklich. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist so ein bisschen davor, durchgespielt zu werden. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil dieses Spiel einfach sehr, sehr toll ist. Aber ganz im Ernst, wir beide, Inka und ich, spielen das schon seit, ich würde Brücken nehmen, seit Anfang Juli. Und Stand jetzt haben wir heute den 22. September. Natürlich haben wir nicht durchgehend immer gespielt. Du musst nach rechts, Inka. Inka, du musst nach rechts. Da, genau. Oh!
Reite rau. Ja, hau ab, hau ab. Und färb das Ding dann ran, wenn du down bist. Super, sie geht baden. Und hat eine Schockfalle gelegt. Achso. Pfeif dein Viech ran. Egal, pfeif dein Viech ran. Geht nicht mehr, ne? Es wird. Na, da, stopp! Genau. Lass du den kommen, hau ab. Scheiße. Warte. Bleib da stehen. Pfeif nochmal bitte. Es ist tot. Ich glaube, es ist tot. Scheißdreck. Ja, gut, dann lauf weiter. Und sammel dir ein neues Viech ein. In letzter Zeit haben wir wirklich irgendwie für uns rausgefunden, dass Reiten einfach das Beste ist. Warum auch immer. Wir haben das Spiel fast durch und denken, oh, jetzt könnte man reiten. Ja, tatsächlich. So. Wir hatten das mal irgendwann versucht zu jagen. Und zwar für größere Munitionbeutel, was wir dann irgendwann auch aufgegeben haben. Weil man kann eigentlich so viel machen und dieses Let's Play wird nie ein Ende nehmen, wenn wir dann irgendwie das auch mal machen würden. Ja. So ist das. Da haben wir Gras. Ja, Gras können wir nicht reiten. Egal, du musst nach links. Egal, du musst nach links. Nach links. Lauter reden, wir haben ein neues Headset. Das Headset ist schon komplett ein Ohr. Wir haben es versucht, in der Party-Modus für die PlayStation zu spielen. Es geht tatsächlich, auch wenn wir nebeneinander sitzen, es würde wirklich gehen. Das Problem ist jedenfalls so, dass wir uns selber in den Mikrofon hören. Das heißt, wenn ich mein Mikrofon spreche, dann hört das über Inkas Mikrofon. Dann kommt es bei mir dann an, wenn ich hier spreche. Ah, das hätten wir gebrauchen können. Reiten, Inka. Inka. So, stopp! Töte keinen weiteren mehr. Wir wollen die Rest zum Reiten haben. Zeichensprache geht das. Reiten haben. Sie spricht nicht, ne? Doch. Hallo. Sieht so aus wie Robocop, Alter. Dieses riesen Headset-Ding davor und dann dieses Mikrofon, was richtig starr vor dein Gesicht hängt. Nicht so wuschig mit diesen Windblocker da. Ich bin Robocop. Wir sind fast da, wa? Fast da. Du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Das? Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Das ist so geil. Oh, Moment. Fußball auch immer. Nicht wir. Ich mach wenn ja ich die ein Fußballspiel schaue im Fernsehen, dann sage ich irgendwas und eine Sekunde oder zwei Sekunden später redet der Kommentator genau dasselbe. Warte mal, Inka. Da, genau da. Sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Sie ist so geil, Aloy. Da hoch, links, Inka. Da, genau. Stopp, rechts, diese Knubbel oben. Genau. Da ist ein Speicherpunkt. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Ach, jetzt setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Oh. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel.
einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Oh. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon... Den will ich mal kennenlernen. Doch. In der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Ja, find ich doof. Das wird ganz schön eng. Moment. Okay. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Gleichzeitig nicht. Und so viele davon auch noch, ne? Ist ein Anfang. Mach drei Pfeile. Emotion. Dreck. Wohin? Duck dich. Ich komme nicht hinterher geklettert, ne? Das ist alles Inga schuld. Die hat nicht so viel Munition da gelassen. Du bist so geil, egal, Alter. Ich weiß nicht, was deine Zeichensprache bedeuten soll. Weg. Dass du auch drei Pfeile benutzen kannst. Ja, das kannst du mir auch sagen. Da musst du keine Zeichensprache mitmachen, ey. Wir machen mal so Wischen und Wedeln. Ich wollte kein unnötiges Kommentar einbringen. Was explodiert denn da die ganze Zeit? Ah, ich Idiot, ne? Oh, das war's. Plünderer? Noch ein bisschen Seil. Das könnte sehr, sehr spannend werden, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid drauf gefasst. Scheiß Dreck. Vollidiot. Warte. Ja, mach ich gleich, warte mal. Ich will das mal anlocken. Mal guckt er gerade wunderbar zu mir und Feuer.
drei Schuss ist sehr, sehr geil. Ja, das ist richtig. Also, das ist auch eine beliebte Art, wie Inka gerne tötet. Die tickt mich immer an, wenn ich am Kämpfen bin. Dann zeigt sie mir immer die drei Finger. Ja, du vergisst das immer so oft, weißt du, dass wir es machen können. Und ich finde, manchmal ist es richtig hilfreich. Klar, beim Wächter und so muss man das nicht, aber wenn du halt so ein Langbein hast oder so, dann du die damit richtig gut triffst. Ja. Was explodiert da? Das ist doch ein Todbringer, oder nicht? Bestimmt ein Verdorbener. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Oh nö. Ich wollte auch mal, aber ich trau mich das nicht, wenn sie da so... Ich verstehe gerade kein Wort. Was? Ich habe gesagt, ich würde auch gerne mal ein paar Maschinen töten, aber ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll, wenn da jetzt... Ich weiß nicht, was da so kommt. Sowas. Was ist denn das? Verwüster. Oder Sägezahn? Plünderer. Aber reiß nicht so viel an die Kabel drum. Ja. Das Kabel ist sehr kurz. Ja. Dann, sonst hast du mich gleich irgendwie selber im Kontrolltipp hängen. So geht das nicht. Warte. Bleib gebückt. Schieß ihn ab. Das ist ein Schuss. Das ist nur Plünder. Wir haben dich schon gesehen. Schieß ihn ab. Fuck. Das sind vier Stück. Fünf. Einer ist bei dir links. Warum? Da bleibt die gebückt, jetzt drück dich da rein. Und dreh dich um. Da kommt, mach den mit Hand. Okay. Nicht darunter hüpfen, bitte nicht darunter hüpfen. Scheiße. Du kannst auch versuchen, die zu töten, Inka. Oh, oder tötet mich. Okay, ich gebe die Kontrolle wieder an dich zurück. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sorry. Mir fallen nur böse Sachen ein. Oh nee, du musst nicht immer gleich so böse sein. Also ich hätte ja getötet. So, das wäre einfacher gewesen, glaube ich. So, pass auf. Da bei den ersten. So hätte ich das persönlich gemacht. Also das wäre meine Idee gewesen. Hallo, ich war eben aber auch schon unten, ne? Ja, klar, weil du so voreilig runtergegangen bist. Weil er von unten kam. Was? Und dass ich diesen unteren Gang gekommen. Was hast du gemacht? Ich stand ja schon unten. Wir sind doch durch diesen Gang gelaufen. Da war ich doch schon unten. Nein, du standst hier schon oben. Das ist nicht unten und oben und bla bla bla. Hier können mich auch schon killen. Die haben ja hier Fernwaffenschussdingens da. Bloß ich gehe es einfach nur richtig an. Und ich treffe die Viecher auch. Jetzt muss er wieder meckern. Nein, ich meckere doch gar nicht. Aber du hast mir doch was erzählt. Du hast was ganz anderes gemacht. Ja, und ich habe mich entschuldigt. Und bei dir war es super schwer. Hallo? Ich habe mich entschuldigt. Mir direkt die Kontrolle zurückgegeben, ja? Kontrolle? Kontrolle. Alter, ich bin ein absoluter Killer. Also ich bin geboren, um sowas wirklich zu machen. Siehst du doch selber, Mann. Ich glaube ja, dass das jetzt so ein bisschen diese Adrenalin ist, weil ich jetzt gerade gestorben bin. Okay. Ich bin super hart entspannt, Alter. Null Adrenalin, Alter, wirklich nicht. Weißt du, weil ich kacke egal ist, weil ich weiß, wo die Viecher zu töten sind. Und ich weiß, weil Inka mir das ja beigebracht hat, mit dem Dreifachschuss, Alter. Ich den auch einsetze und Inka das nicht, kann ich ja nichts für. Sie hat mir das ja gezeigt. Doch, ich habe beim ersten Dreischuss gemacht. Ja, natürlich. Deswegen war ich auch so schnell tot. Inka, Alter. So, da haben wir noch einen.
ist so abgefuckt geil, ey. Das Spiel macht einfach nur Spaß. Was da wohl in der Ferne donnert, ne? Was? Was da wohl in der Ferne rumdonnert? Ich denke, das ist ein Todbringer. Ja. Echt? Na dann. Zum Wohle! Zum Wohle! Oh, warte, Oh, es schmeckt aber genauso wie das in Quartz, weißt du? Ja, ja. Also da ist das von Aldi wirklich sehr viel besser, sehr viel milder. Wirklich, ne? Ja, ja, wirklich. Das ist, also das müssen wir nicht nochmal von Lidl kaufen. Oh, boah. Ich krieg steife Brustwarzen. Du musst nach oben. Ich finde sowieso bei manchen Läden sind die Sachen immer so unterschiedlich, ne? Ja. Aber einmal möchte ich nachher auch noch. Wir sind bestimmt bald am Ende. Warte mal. Ich muss mein Mikrofon wieder ranschieben. Ich weiß es nicht, ganz im Ernst. Ich denke mal, das ist ja schon irgendwie. Ja, wir haben ja auch bestimmt schon über 100 Aufnahmen gemacht. Der Langhals ist hinter der Kante. Ach so. Ach, das ist der Langhals. Was? Das ist der Langhals. Der schießt nicht, sondern ist der Langhals. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslöst. Der war ja ein bisschen Schrott, sagt er, ne? Dann mal los. Aber das war das Rungebollere, was wir gehört haben. Eclipse. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Leute über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Okay. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Töten. Die Sprengung sollte töten. Alles überzeugen. Töten. Töten. Finde den Langhals töten. Und zerstöre dieses Modul. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Dann mal los. Töte. Die hat voll den hübschen Bauch, ne? Aloy? Die hat voll so ein Bauchmuskel oder so. Naja, wer so viel klettert, ne? Ja. Durch unsere harte Arbeit werden wir ein neues Reich erschaffen. Ein Recht. War ich nicht. Jetzt rein da und kämpfen! Das war der einarmige Bandit! Oh, ich hab geschossen, wollte ich gar nicht. Ich bin ein Killer. Das bin ich vom Beruf, ein Killer. Und ich hab einen furchtbar kleinen Piller. Ich töte deinen Freund. Ich bin der Killer. Und du hast heute Nacht von mir geträumt, denn ich bin der Killer. Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Ach so. Immer so kompliziert alles, ne? Dann ab die Brücke runter, wa? Ja. Ich befürchte das. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Seilstelle. So komme ich hier raus. Aber zuerst muss ich das Netzwerk crashen. Na dann.
Aber ich weiß gar nicht, wo es Langbeine-Dings gesehen hat. Ich auch nicht. Du auch nicht? Nee. Langbeine allein schon. Langhalsbeine. Was ist das für ein Ort? Eine Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Heles. Das ist seine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also. Ich Idiot. Bist du? Ups. Muss mal ganz kurz auf Klo. Das war witzig. Oh. Das ist seine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also? Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. So. Okay. So, Engie. Warnung, irreguläre Übertragungsquelle in der Nähe. Oder? Zielstrebig. Das lässt sich besser als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den langen Hals. Es war bestimmt nicht einfach, den langen Hals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Warnung. Irreguläre Übertragungsquelle entdeckt. Was ist das denn für eine Stimme gewesen? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Oh, okay. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Oh, mir gefällt das nicht. Nimm die Wege, die Leiter. Falsch. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Ich dachte, je schneller du bist, desto besser wäre mit der Leiter gewesen. Hat sich denn aber doch nicht eingeschlossen. Du musst den Weg. Bitte. Jetzt hast du's. Willst du? Du musst bestimmt nicht abbauen. Gut. Und jetzt schnell. Du musst den Weg wieder zurücklaufen, wenn ich gerade gekommen bin. Da habe ich Jetzt. Aloy,
Tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Alter, was schreien sie denn? Wow. Das tat bestimmt weh. Wer ist er denn? Einheit ist jetzt hier. Wow. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Da ist er doch. Abhauen! Was ist das? Lauf oder du stirbst! Lauf mal immer schnell. Wo muss ich hin? Scheißdreck. Parkourlaufen gleich gemacht, Alter. Nee, oh no. Ich hätte mal ganz kurz eine Pause machen sollen, weil wir jetzt zusammenschneiden müssen. Oh, fast geschafft. Fast geschafft, genau. Oh, oh Mann. Laufen, nicht kämpfen. Brücke. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Renn weiter! Noch mehr Eclipse. Muss ich denn eigentlich hin? Zur Brücke, zur Brücke, zur Brücke. Brücke in Sicht. Das da. Ist der Ausgang. Rechts. Ich weiß. Links, meine ich. Achso, ich seh's, okay. Rechts und ich sag, weißt du, links und ich sag was? Rechts. Was? Ich zeig links, aber hab rechts gesagt. Ja, ja, das ist mir ganz schrecklich, weil deswegen achte ich gar nicht drauf. Darauf kann man sich gar nicht verlassen. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Dankeschön. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele. Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Ach. Du verdammter Mistkerl.
Und ich dachte, das wäre bald Ende, weißt du das? Ja, das ist ein weiter Weg. Soweit ist eigentlich Sonnenfall gar nicht weg. Das ist ja anstatt einfach gerade hochzulaufen, ne? Ja, ne? Aber müsst, ja gut, ich denke mal, es werden welche Klippen sein hier oder so, ne? So, meine lieben Leute, ich glaube, wir müssen das zusammenschneiden. Das wird eine sehr, sehr lange Folge werden. Macht wahrscheinlich gar nichts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.